Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Wir warten auf die Entscheidung. Also wir schlittern, wenn wir Worst Case jetzt irgendwann in den Bürgerkrieg, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen tatsächlich. Ich würde sagen, wir werden gucken, dass wir die Neutralen ein bisschen hochpushen und werden hier auf alle Fälle die tägliche Beliebtheit Faschismus verringern müssen, antifaschistische Razzien machen und dann die Pressezensur noch einrichten. Das sollten wir beides machen. Und mal gucken, dass wir auf alle Fälle as fast as possible die Unterstützung für die Faschisten unter 50% bekommen. Das wäre wichtig. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten für unsere Fokusbäume da irgendwas zu machen? Ne, sieht mir jetzt nicht so aus. Da haben wir nichts mit neutral. Verdammter Kuchen! Ja, ich habe natürlich alle meine Punkte auch vorher noch schön geopfert quasi. War jetzt nicht das Hellste, was ich heute gemacht habe, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Schade eigentlich. Kann ich nicht wissen. Doch, kann ich wissen. Hätte ich darauf achten müssen, dass die Faschisten hier so viel Stress machen. Ich dachte, das Einzige, was wir jetzt machen könnten, vorübergehend Switcheroo machen und dann den anderen einstellen. Kann ich den überhaupt einstellen? Doch, das würde gehen. Vorübergehend. Ne, ihn switchen. Moralarmee braucht man nicht, Stabilität bekommen wir sowieso. Naja, schauen wir mal. Wo ist denn eigentlich dieses plus 0,10 am Tag? Wo ist denn das hin? Also eigentlich müssten wir plus 0,10 Stabilität und Kriegsdings bekommen. Das war doch da gestanden als Abschluss. Wo war es denn? Das dritte Rom. Vermächtnis Roms, Effekt, Organisation Armee, wöchentliche Stabilität und wöchentliche Kriegsunterstützung. Genau. Eigentlich müssten wir es haben, aber irgendwie... Ja gut, kann sein, dass es bis zu 10 Wochen dauert. Ja doch, wöchentliche Änderung plus 0,1. Okay, doch, steht schon da. Wäre einfach nur zu ungeduldig. Was wollt ihr jetzt von mir? Okay, wir hauen hier direkt antifaschistische Razzien rein. Jetzt haben wir einen Verlust von 0,03. Antifaschistisches Schratz. Es bringt gar nichts. Warum haben die keinen Hä? Ihr seid solche Kleffer. Das bringt überhaupt nichts. Ich hätte einfach die Punkte sparen sollen. Na toll. Schwierig. Schwierige Lage. Hoffen wir mal, dass sich das einfach stabilisiert. Einzige, was ich auch mal gerne stabilisieren könnte, wäre unsere Infrastruktur. Also ist mit der Versorgung, checke ich nicht ganz, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe ein Versorgungsdepot gebaut, das wird nicht angerechnet. Es wurde aber gebaut. So, aber, was ich festgestellt habe, warum die Faschisten so penetrant auf den Sack gehen, ist wegen ihm. Er ist das Problem. So, und wir switcheroonen ihn mit ihm. So, und jetzt haben wir nämlich einen Zuwachs von 0,17 am Tag. Also deutlich höher. Damit sollten wir auch innerhalb kürzester Zeit normalerweise hier, wir haben jetzt minus 0,19. Und später können wir das auch wieder zurück switchen, weil wir ja dann normalerweise die Ressourcen und... Also jetzt haben wir das Ganze ja quasi in Angriff genommen. Jetzt habe ich ja was dagegen gemacht. Davor habe ich das ja einfach ignoriert. Das ist halt wichtig, dass man da einfach da die Kontrolle, den Überblick behält. Sagte er und hat den Überblick verloren. Das klingt auch so. Zehnmal kluges Gelaber einfach. So, jedenfalls denke ich jetzt einfach mal, dass wir relativ safe sein sollten langfristig. Die werden bald unter. Na, haben jetzt aktuell neutral schon bei 30%. Leider habe ich sehr viel politische Macht investieren müssen für das ganze Prozedere in der Zwischenzeit. Apropos in der Zwischenzeit, ich vergesse das immer. Das ist so scheiße gemacht mit der Spionage, dass du nichts machen kannst. Das ist so ätzend. Was ist eigentlich mit den Briten? Die machen gar nichts. Das ist denen scheißegal. Mhm. Nehmen es zurück. Gut, wir haben hier. Haben wir einen Flughafen hier? Nee. Die blöden Ochsen. Da könnte man natürlich versuchen, vielleicht da unten ein bisschen vorzurücken mit. Luftstützpunkt bauen. Für die Briten. Wird auch ein Jahrhundert dauern, bis der gebaut ist.
ist eh das Geilste im Update, dass man seine, dass man aber auch bei seinen Verbündeten Sachen bauen kann. Da bin ich ein riesen Fan von. Atomreaktoren sollten wir auch auf alle Fälle mal langfristig in Angriff nehmen. Ihr wisst warum, und unsere Flotte werden wir jetzt auch tatsächlich mal mit in Angriff nehmen. 31% Bonus aktuell. Stabilität übrigens auch sehr stark auf dem Vormarsch. Wöchentliche Änderung plus 0,7. Eben auch die antifaschistischen Razzien. Ja. Das Ding ist, ich sehe gerade, der Typi hier haut mir... Ne, wer ist denn das? Der hier haut uns auch leider minus wöchentliche Stabilität rein. Ich weiß halt nicht, wie lange das... Ich weiß, es triggert irgendwann wieder ein Event mit den Faschisten, wenn du die nicht runterbekommst. Ich weiß nur leider nicht genau, wann das ist. Und ich hoffe auch, dass es nicht zu schnell ist. So. Wie lange dauert denn der Scheiß jetzt hier noch? Der Abschluss des Zweig-Upgrades benötigt 30 Tage. Ja, jetzt weiß ich trotzdem nicht, wie lange das dauert noch. Oder waren es noch 30 Tage jetzt, ne? Upgrade läuft, ja. Mir fällt jetzt... Ah, hier, da steht's doch. Patriarch durch bla bla bla. Ja, wir möchten ja Tibet den Krieg erklären. Möchten nicht mit euch labern über bessere Zeiten. So, nächste direkt rein. Das gebe ich hier nicht aus. Sie werden zwar akzeptieren, das heißt, wir würden jetzt hier sogar die Kontrolle übernehmen können. Will ich aber hier gar nicht in dem Fall. Haben wir denn irgendwo einen Stützpunkt, Luftstützpunkt, irgendwas, Flughafen? Da ist einer. Haben wir Flugzeuge? Naja, Flugzeuge ist relativ. Kurz alle löschen. Noch irgendwo Flugzeuge? Ne, nicht Marine. Ne, keine Flugzeuge. Dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob das reicht. Kommen wir da hin? Da hin? Nee. Da hier? Der würde gehen. Da! Hä? Okay. Okay. Ah, okay. Schön. Bin schwer begeistert. Mach ich mal dorthin. Schau mal, wird schon schief gehen. Also, Offensive sollten wir auch noch starten. Er ist leider nicht ganz so gut. Aber er muss ja auch noch lernen. Ah, okay. Gut, ich nehme alles zurück. Das sieht mir sehr eindeutig aus hier. Obwohl die relativ gute Werte haben. Aber wir machen die so kalt. Ist nur die Frage, treten die irgendein Bündnis bei oder nicht? Hä, was ist denn das jetzt? Hallo? Warum verbacken alles? Boah, ich krieg gleich ein Ding hier. Ein Anfall. Hearts of Iron 4, meine Freunde. In der ewigen Beta. Infrastruktur, bla. Ah, nee, falsch. Das ist ja nicht für mich hier. Dup, 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 Ruski, Ruski, tralalala. Vladivostok müsste doch auch voll gut sein, ja. Bauen wir Vladivostok auch noch mit aus. Hier irgendwo. Ja, das kann man auch noch mit hochziehen. So. Okay. Habe ich denn das Spiel übersehen? Erinnerungen an 1905. Wöchentliche Kriegsunterstützung für 300... Warum ist denn das Zeug so cool? Ein Reich im Pazifik. Er hält Ansprüche auf alle Staaten in Großchina. Möchte ich mich ja jetzt nicht beschweren. Das Einzige, wo ich mich beschwere, ist, dass ich immer noch keine Schiffe erforscht habe, bessere. Egal. So, wie schaut's aus mit den 58%? Immer noch über 50%. I don't like it. This is not good. Und ist alles alliiert, naja. Also Tibet ist auch gleich weg. Da haben wir natürlich auch brutale Luftwaffe-Unterstützung hier. Ihr seht, das ist manchmal rot, aber da kommt unsere Luftwaffe mit rein und dann ist es grün. Apropos Luftwaffe, lass mal kurz gucken. Ich müsste doch Transportflugzeuge haben irgendwo. Okay. Transport. Jäger. Habe ich keine Transport? Doch, hier. Okay. Nein! Nicht alle! Mal nur zwei Stück. Pass auf, mehr möchte ich gar nicht. Nur zwei Stück. Und was ich möchte die nur versorgen. In Anführungsstrichen versorgen. Inwieweit das klappt.
Gar nicht wahrscheinlich, weil hier gibt es nicht mal, glaube ich, einen Versorgungshub, den ich nutzen kann. Ich bin auch so blöd, ich bin ja bei meinem Verbündeten. Ist das meiner? Können wir dorthin? Sind jetzt da? Ja. Problem ist, dass es verbuggt ist, der Flughafen. Also seht ihr selber. Das funktioniert nicht. Ich weiß ja nicht, was da immer das scheiß Problem ist. Ne, das ist aber auch unserer. Aber hier, wir haben halt hier keine... Ja, doch, hier ist er. Da ist ja ein Versorgungshub. Da ist auch einer. Kriegen wir jetzt hier Drops? Paradrops oder nicht? Ja, ja, doch, ein bisschen. Ein bisschen. Aber ist doch egal. Ein bisschen macht auch... Kleinvieh macht auch Mist, bekanntlicherweise. Die Japaner denken sich das auch, indem sie den ganzen Tag Truppen spammen. Ah, ich finde das schön. 91, 89 in der Zwischenzeit. Das ballert schön hoch. So, und sobald wir... Ah, Tibet. Ah, sehr geil. Auch Dankeschön für die ganze Ausrüstung. So, und die werden wir jetzt komplett integrieren in unserem Fall. Alle Regionen erobern. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ob ich jetzt... Nee. Also scheinbar gilt das nur für russische Nationen. Und Tibet gehört ja nicht zur russischen Nation. Integrieren wir das Geschmarre mal wieder. 38 zu 54. Die sind auf alle Fälle bald unter 50%. Ihr braucht den Krieg nicht mehr beitreten, weil nur falls fürs Protokoll, der ist schon vorbei. Haben den Krieg schon gewonnen. So, wie schaut's hier aus? Gut, der Flugplatz ist fair. Ach so. Ach so, wenn ich den Flugplatz baue. Was? Antistalinistisch, die russischen Zeitungen drucken immer mehr Artikel über sich kritisch über die russischen Erfolge im Fernen Osten äußern. Und auch die Politiker kritisieren uns mit immer schärferen Worten. Und erinnern die russische Bevölkerung an ihren blamablen Sieg im Krieg von 1905. Die vehementesten Agitatoren rufen bereits zur Rache für Tschumi auf. Oder Tschumia, oder wie hing das? Okay, egal. Irgend so ein Tschumi in der Bomber. Gucken, dass wir technisch gleich hier Raketen und Zeug auch noch mit erforschen für diese Ultra-Flugzeuge später. Jetzt ist es schon mal umkämpft. Wir brauchen mehr Flugzeuge. Weil wir eigentlich schon die Überlegenheit hätten hier. Dann können wir gucken, dass wir die hier wegpushen. Weil da waren ja Venezuela, ne? Das, die haben auch mal zu uns gehört. Können aber über Kolumbien sich einfach versuchen, hier weiter hochzuarbeiten. Da hätten wir auf alle Fälle eine stabile Landverbindung. Aber jetzt bin ich halt wieder der Idiot, der jetzt dann hier halt... Ah, wobei, hier ist sogar schon ausgebaut. Bin ich halt trotzdem der Idiot, der wieder das Zeug alles upgraden darf, weil die allein wieder zu unfähig sind dafür. Ich kann auch gleich weitere Flughäfen bauen, habe ich schon gesehen hier. Mal einfach weitere Flughäfen kommen. Baut das einfach alles voll. So, 1400. Na, da freut ihr euch. Die ballern auch immer Flugzeuge rein. Als ob die nur darauf gewartet hätten, dass ich das Zeug baue für die. So bin ich euer Minion oder was? Und wie kann denn das sein, dass 1500... Also jetzt nur fürs Protokoll, ne? Wir haben eigentlich die Mehrheit als Neutrale fast. Gegen wen rüsten wir uns zum Krieg? Habe ich irgendjemand noch den Krieg erklären wollen? Oder ist es die Vorbereitung, also ist die Vorbereitung auf den Bürgerkrieg? Ah, ich will es gar nicht wissen. Ah. Ja, ich habe Kriegsziele, aber die kann ich nicht nutzen, weil ich bin ja mit denen im Bündnis. Und aus dem Bündnis kann ich die auch nicht schmeißen. Kurz gucken. Ihr seid ja Bündnisanführer, ne? Wir brauchen 8,3 Millionen Manpower. Oh. Okay. Die sind leider deutlich stärker. Ach, das war ein... Ach so, das war... Ach, das war... Och, Mann. Alter, ich dachte jetzt irgendwie kommt ein Bürgerkrieg oder so. Mann. Krieg hier einen halben Herzinfarkt. Ist das einfach nur von dem... Teil da gewesen, ey. Am übrigens genau null jetzt. Kein Zuwachs in der Woche. Wegen dem anderen Gaucho hier, der mir die politische Macht klaut. Wer ist denn das, der hier? Wirklich, das ist super. Das bringt uns super Unterstützung für Neutral. Ist eigentlich ideal. Aber der andere Typ war halt cool, weil er uns Konsumgüter gebracht hat.
Ich brauche auch gar nicht wirklich wechseln, sehe ich, weil das würde uns sofort wieder zurückwerfen in die faschistischen Denkweisen. Ah, der afrikanische Bürgerkrieg. Da muss ich leider hier die bittere Pille schlucken, wie man immer so schön sagt, und akzeptieren, dass wir so nicht wirklich Erfolg haben werden mit unseren Vorhaben. Hört auf, mich einzuladen. Schau mal lieber zu, dass ihr euch jetzt hier mal lieber irgendwo hinbekommt mit eurer Luftüberlegenheit. Das kann doch nicht sein. Hey, 1200 haben wir. Die haben 100 Jäger. Und das ist umkämpft. Okay, jetzt haben die hier ihre Flugzeuge auch mit hingeschickt. Aber trotzdem, so weird. Da haben sie noch gar keine Flugzeuge hingeschickt. Da sind die überm Limit. Schau mal, 2200 von 2000. Auf alle Fälle Atomwaffen. Wir brauchen auf alle Fälle Atomwaffen, ohne Witz. Das ist so wichtig. Tja. Die alliierte Welt. Die gesamte Welt ist alliiert. Wirklich schon hart im Überlegen, ob wir wirklich Erfolg hätten mit einer Offensive, ne? Das ist, da musst du schon gut überlegen, weil. Was erstmal diesen ganzen super Provinzen Sifex hin. Brauche erst, ich will jetzt erstmal richtig Sifex haben. Das ist mal das allererste. Boah, erstmal richtig Sifex. Und danach bauen wir nochmal richtig Milfex. Ja, vor allem, wenn du so ein großes Reich hast wie wir jetzt in unserem Fall, dann musst du schon gucken. Ah, oh, 10 neue Divisionen. Also divisionstechnisch, es läuft. Wir arbeiten dran. Und vor allem, das Allercoolste, wir können ja noch komplett hochgehen. Wir haben ja erst 2,5%. Wir können ja rein theoretisch bis auf, naja, 20% sollte problemlos möglich sein. Das Vierfache nochmal an Manpower. Also wir haben eigentlich fast schon besorgniserregende Anzahl an Truppen zur Verfügung, wenn wirklich. Das darfst du nicht vergessen. Also, apropos vergessen, ne? Wisst ihr, was ich meine? So, Nachrichtenoffizier, ja, nee. Was wir jetzt dann noch kurz machen können, hier weitere Dinger errichten. In 10 Tagen haben wir eh die nächsten 2 Boni schon durch. Und dann noch die polnische Nation und dann haben wir eh alles durch. Das ist ja scheinbar nicht russisch. Was mich ein bisschen wundert, weil ich dachte eigentlich schon, dass das mit zu Russland gehören könnte, weil Finnland ja komischerweise schon. Das wird sicherlich irgendeinen Sinn haben, den ich noch nicht gesehen habe. Aber das weiß ich nicht. Paratrooper, ja, Fallschirmjäger könnte man auch drüber nachdenken, die effizient nochmal mit einzusetzen. Was ist das hier eigentlich, Schlesien? Bäh. Briten sind so ekelhafte Schleimspuren. Was haben denn die Truppen im Feld eigentlich? 2 Millionen. 2,48. Ja, wir haben. Leute, auch 2,48. Wir haben einfach genauso viele Truppen wie die Briten. Ja, Problem an der ganzen Geschichte ist allerdings jetzt hier nur, dass natürlich die Briten nur die Briten sind und dann alle anderen noch stehen. Aber wie gesagt, wenn die große Friedensverhandlung kommt, kann es natürlich trotzdem passieren, dass sich die Alliierten auflösen. Das ist meine Hoffnung. Aber dafür müssen wir uns erstmal darum kümmern. Ich schaue es jetzt hier unten aus mit meiner Luftüberlegenheit zur Unterstützung. Scheiße. 800. 9. Die ballern hier Flugzeuge rein, ne? Ohne mich würden die das gar nicht machen. 2600 Jäger haben wir hier in der Zwischenzeit. Aber so ineffizient. Irgendwo Gebiete hier? Nee, ne? Das ist euer Problem. Versorgungstechnisch. Also an sich verstehe ich nicht, warum wir so schlecht. Warte mal. Ich bin auch so blöd. Wartet mal ganz kurz. Kurze Sache. Wir transportieren die Versorgungsgüter von hier. Wir machen jetzt mal Folgendes. Pass auf, wir werden jetzt erstmal die Bahnstrecken auf 5. Das auf 5, keine Ahnung. Und jetzt werden wir den Hafen noch ausbauen. So, pass auf. Hä, der ist schon auf 10. Mich jetzt gerade verarschen? Die Bahnstrecken noch ausbauen. Die Bahnstrecke. Bau jetzt einfach mal die Stadt. Wir bauen die Bahnstrecken aus. 5, 5, 5. Alles auf 5. So, das hier die Versorgung von Moskau, die ja hier wahrscheinlich oben lang läuft.
Die läuft ja hier oben lang, ja. Baue das erstmal komplett auf 5. So, das machen wir bitte gleich. Würde ich jetzt gerne mal wissen. So. Das dürfte auch nicht allzu lange dauern eigentlich. 28. August ist das Ding komplett... Ja, dauert schon lange. 25. September. Also ganz ohne ist das jetzt alles auch nicht. So, dann haben wir das Ding hier. Reichen Pazifik machen wir noch. Das ist relativ nice. Reichweite und so Geschmarre. Große Ansprüche auf alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Und massiv neue Schiffswerften. Zerstörer von 1940. Das Ding schaut auf alle Fälle sehr nice aus. Die tun wir gleich mal rausswitchen. Zerstörer. Noch jemand? Nö. Aber ist auf alle Fälle schon mal nice. Ist ein guter Mann. Hier geht zu ihm mit hin. So, jetzt gucken wir mal, ob wir dann mit dem Upgraden der Bahnstrecken hier von Moskau aus das Limit auch erhöhen können in St. Petersburg. Aktuell ist 25. Na, mal gucken, ob wir das jetzt höher bekommen. Das Zeug machen wir jetzt auch noch alles mit auf die letzte Stufe. Raketen haben wir gleich. Dann haben wir noch die Marinebomber. Dann könnte man die schweren Jäger noch mit durchhauen. Und Atomreaktoren, ja. Dann können wir gleich Atomreaktoren bauen. Das dauert alles ewig, ne? Ein Jahr. Und vor allem haben wir jetzt eh schon enorme Boni eigentlich mit drin in den Forschungen. 33% plus, ne? Tendenz steigend. 37% sind es am Ende. So, hier sind wir in der Zwischenzeit endlich überlegen. Und vor allem das Wichtigste ist, dass die nicht mehr in der Überzahl sind oder in der Mehrheit. Und wir haben jetzt dann gleich die nächste Möglichkeit zur nächsten Armeegruppe. Brauchen auf alle Fälle, denke ich mal, 6, 7 Millionen Mann im Feld. Müssen dann eh die Rekrutierungsdingens erhöhen. Defensive Stellungen in einigen Orten einnehmen und dann versuchen, erstmal Europa zu pushen, Frankreich, Italien zu Fall bringen. Türkei, hier Afrika dicht machen und dann gucken, dass er irgendwie nach Britannien rüberkommt. Ne? Davor natürlich Vereinigte Staaten und Kanada schon zu Fall gebracht haben, idealerweise. Das ist natürlich das andere. Schaut mit den Bahnstrecken aus. Das dauert natürlich ewig, bis die abgegradet sind. Die anderen sind schon geupgradet, die ich hier nur irgendwo habe bauen lassen. Jetzt bauen die halt die hier. Die ist schon durch, aber dadurch, dass halt hier nur Stufe 3 ist bislang, dauert es noch eine Weile. Am 29. August. Ja, das ist auch ein bisschen schade, dass das Spiel so langsam läuft, so vor sich hinschluckert, aber... Ihr wisst, wie das ist mit Hearts of Iron 4. Tschüss, habe ich Luft der Unterstützung. Was wir jetzt allerdings machen ist, wir switchen auf schwere Jäger. Warte mal, stopp. Stopp, kurz. Ich erforsche gerade schwere Jäger 3, ne? Ja. Deswegen lassen wir das noch kurz sein. Die Luftnahunterstützung könnte man rein theoretisch upgraden. Mache ich jetzt aber mal nicht. Zur Panzerdivision würde ich auch gerne nochmal besser machen. Wir können weiteren Agenten rekrutieren. Machen wir einfach irgendeinen Agenten. Kann auch mit Defensiv ein bisschen agieren. Haben wir 3. Smersh können wir später erforschen. Haben wir 4 dann. Und dann natürlich noch passive Forschung mit dazu. Oder was war Smersh? Wie hat das das gebracht? Haben noch so viele Sachen, die wir machen können. Das wollte ich auch schon die ganze Zeit machen. Allein diese anpassungsfähige Armee ist so cool. Das könnte man jetzt auch machen. Das ist ideal, weil... Das fällt ja weg. Und wir haben jetzt aktuell keine Kämpfe. Und das gibt uns nochmal einen extra Agenten. Mehr Armee zu gewinnen. Das ist alles so nice. Politisiert es mit durch militärischen Politikberater ersetzen. Aha. Okay. Der Glanz der kaiserlichen Armee. Kapitulationskapazitätsmultiplikator Landdoktrinkosten. Ja, toll. Die brauche ich nicht, die Landdoktrinkosten. Was ist das hier? Kampfpriester. Keinerlei Auswirkung. Super. Toll. Oh, das ist nice. Verschanzung. Verschanzungsgeschwindigkeit. Schadensreduzierung gegen Luna. Warum ist Russland so cool, was den Fokusbomb angeht? Schau, wir haben hier noch nicht mal bei der Luftwaffe irgendwas gemacht. Ne? Mehr Produktion hätten wir hier. Noch mehr Boni. Noch mehr Boni. Kaiserliche Flotte. Wird uns noch lauter... Alter.
Also wir haben hier rein theoretisch in dem Fokusbaum Möglichkeiten für die nächsten 30 Jahre. In etwa. No Flex. Das ist schon krass, was die mit Russland angestellt haben. 3 von 17? Aha. Sieht komisch aus, ne, dass ich jetzt hier überall Sifex reinschmeiß, aber das mache ich absichtlich. Wenn wir das dann alles voll mit Sifex haben, können wir ganz entspannt alles mit Milfex. Also ich werde jetzt aufhören. Das langt jetzt an Sifex, glaube ich. Und dann können wir dann komplett auf Milfex umstellen. Und auch auf Werften. So, das Ding ist auch komplett voll. Ah, schau mal an. Schau mal an. Meine Flughäfen haben Wirkung gezeigt. Na endlich. Was sie gleich hier Truppen reinballern. So einen reichen Pazifik haben wir. Jetzt haben wir auch Ansprüche auf alles gefühlt. Expansion nach Dingenskirchen können wir auch noch machen. Gibt es nochmal Stützpunkte ohne Ende. Wird uns auch nochmal gegen die United States helfen. Aber die haben, glaube ich, gerade ganz andere Probleme. Kann aber aktuell nichts bauen, Leute. Macht ihr auch irgendwas oder? Weil ihr, fürs Protokoll, ihr steht nur da. Die stehen einfach nur da und schauen blöd. Gut. Zwei Folgen abwarten und Taktik. Mal gucken, wie viele von euch sich das freiwillig anschauen. Die Armee schon mit relativ hohen Verlusten. 1,8 Millionen durch die Briten. Ich frage mich, wo diese Verluste alle sind. Es passiert doch nichts, aber scheinbar schon. Also scheinbar passiert schon irgendwo überall was, aber irgendwie auch nicht. Ich verstehe es nicht. Einzige, was ich weiß, ich bin raus für heute. Ich finde es sehr spannend, muss ich sagen. Auch einfach diesen taktischen Aspekt weiterhin mit im Auge zu behalten. Das ist sehr interessant. So aufbauen, gucken, wie sich's entwickelt, die Planung unserer Zukunft und natürlich auch, wie wir jetzt dann gegen die United States vorgehen. Hier und die Unterstützung unserer Freunde im Süden. Bin gespannt, wie es weitergeht. Hoffe, ihr bleibt mit dabei und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.